Aizir und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Und wir sind hier Vegeta und als unseren Partner haben wir Krillin. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, wow, da oben ist irgendwas. Mal gucken, was es ist. Und dann, da ist auch schon der Ort der Bestimmung, wie ich es immer so gerne nenne. So, zack, was haben wir denn hier? Den 6 Stern Dragon Ball. Ist das nicht schön? Jetzt haben wir keine Ahnung, wie viele Dragon Balls. Ich habe jetzt aber auch keine Lust nachzugucken. Okay, ich will dann das nicht. Okay, ich guck mal eben nach Kapselhaus. Ihr habt mich überredet. Es hat nicht wirklich lang gedauert. Ihr habt mich sogar überredet, ohne dass ihr das hier gesehen habt. So, 1, 2, 3, 4 haben wir. Fehlen uns nur noch 3. Mal gucken, was wir uns alles wünschen können. Ich wette Kostümteile oder Kampfarenen. Mir wird es lieber gefallen, wenn ich irgendwelche Skills bekomme, wie Gesundheit oder so. Für meine Hero-Typi da. So, zack. Einmal Veta. Und da müssen wir hin. So, zack, Kapseln kloppen. Gleich kommt Cutscene. Das weiß ich ganz genau. Denn durch Cutscenes werden Stories erzählt. Ach, wer hätte das gedacht? Hä? Ob der? Okay. Jetzt wurde ich gerade vom Spiel verarscht. Ja, von wegen Cutscenes. Leck mich. Cutscenes, wer braucht das denn schon? Ja, was ist jetzt da drüben? Ah, diesmal kann ich also. Okay. Das Ginyu-Sonderkommando steht vor Vegeta und den anderen, als sie gerade ihren Wunsch mit den allen gesamten Dragon Balls aussprechen wollen. Vegeta wirft einen der Dragon Balls weit weg, um zu verhindern, dass Ginyu alle sammelt. Doch Bata, das schnellste Wesen im Universum, fängt ihn augenblicklich. Krillin kann seinen Dragon Ball auch nicht verteidigen, denn er wird ihm einfach genommen, während Guldo die Zeit anhält. Blöder Frosch. Ginyu bricht auf, um Freezer alle gesammelten Dragon Balls zu bringen. Rikum und die anderen entscheiden mit Schere, Stein, Papier, wer kämpfen soll. Es fällt die Entscheidung, dass Rikum sich Vegeta vornimmt, während Guldo sich um Krillin und Gohan kümmern. Krillin und Gohan entfesseln ihr Ki und machen Guldo mit überragendem Tempo mürbe. Guldo setzt jedoch seine Lähmungstechnik ein und hält so Krillins und Gohans Bewegung auf, womit er sie zur Verzweiflung treibt. Guldo zieht mit einem hölzernen Pfahl auf den gelähmten Krillin, doch Vegeta erledigt ihn mit einem Überraschungsangriff, kurz bevor Krillin aufgespießt wird. Also mit ihm war jetzt Guldo gemeint. Vegeta hat Guldo gekillt. Jetzt ist es an der Zeit, dass Vegeta sich Rikum stellt. Die wahre Hölle bricht gerade erst los. Kommt nicht mehr gut. Oh je. Yeah. Da habt ihr gerade im vorletzten Bild Guldo, die merkwürdige Kröte, gesehen. Naja. Kapseln kloppen wie gewöhnlich. Und dann geht's auch schon mit der nächsten Cutscene weiter. Now it's time for the real battle to begin. Alright, Vegeta, I hope you're ready, cause I am. Ja, wir dürfen uns jetzt Rikum stellen, aber ich habe keinen Bock, dass der sich auflädt. Ich mache es ganz einfach, ganz elegant, auf die Standardart und Weise. Durch die Gegend prügeln, ja, wer hätte das gedacht, dass man bei Dragon Ball Leute durch die Gegend prügeln muss. Durch die Gegend prügeln muss, genau. So, und weil ich's kann, kommt direkt eine Gallic Hand. Und Rikum, ja. Ich habe keinen Plan, was der so drauf hat, aber im Moment scheint es nicht so viel zu sein. Ich werde wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad auf normal stellen nach diesem Kampf, dass der Gegner ein bisschen mehr Gegenwehr zeigt. Ach ja, wir können ja ganz Namek zerstören mit 3 Attacken. Ups. Das
bin ich vom Aufladeknopf runtergekommen. Wupsatata! Ja, boah, es leckt. Es hat gerade übelst geleckt, aber jetzt geht's wieder. Was zur Hölle war das denn jetzt? Also zum Glück habe ich gerade die Oberhand, so macht es mir nichts aus. So, zack. Und zack und zack und zack. Jawohl, genau, so sieht Schaden aus. Talalala. Autsch. Schade, ich habe gedacht, dass ich ihn perfekt schaffe. Ach, lass deine Verteidigung los. Die bringt dir doch eh nichts. So, zack, 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 yeah. Also in der Serie war Riku viel stärker. Na gut, ich stell's ja auch nachher gleich nach diesem Kampf auf normal auf. Stell's auf, genau. Ja, danke, Vegeta. Ach so, du hast keinen Ki. Okay, verstehe. Deshalb konntest du auch gerade nicht wegfliegen. Gut. Na, Riku scheint ein bisschen was drauf zu haben. Wobei, nee, wenn ich den Schaden sehe. Das sah gerade böse aus. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte X haben. Naja. Egal. Muss es halt jetzt so gehen. Und zack, und zack. Wollen wir auch mal sehen. Boah, 24.000. Oh je. Jetzt hat er wieder 50.000 HP. Impossible. Try to make this interesting. Huh? Oh, Krillin! He swept the ground clean away. He literally moved the earth with his breath. Hey, Burner, Jace, let me finish off these two little punks too. Might as well. Go ahead, do what you want. But that means you have to buy us chocolate parfaits later. I'm gonna squish you like a maggot. Ruin! My bones are... He did all this with just one attack. Oops, looks like I don't know my own strength. And I wasn't done playing yet either. I'll fight him as hard as I can. That's right, Shrimp. You better do that. Mr. Raccoon here is gonna show you a real fight. Okay, die Typen und ihr Schokoladeneis, nur gut. Krillin steht uns jetzt nicht mehr zur Verfügung. Schade, denn all seine Knochen sind gebrochen. Na gut, einige wichtige, die er jetzt zum Kämpfen bräuchte, aber dafür haben wir ja noch Tom Gohan an unserer Seite. Ja, Vegeta, der hat jetzt irgendwie keine Lust mehr. Der hat... Autsch, der hat Angst. Lass mich mit deiner blöden Verteidigung in Ruhe. So, und diesmal so und so. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Stimme von Gohan nicht leiden kann. Die Originalenglische war irgendwie sehr viel besser.
Aber nun, egal. Wir machen es Rikum gleich wie Vegeta. Wir kloppen mit Masenko drauf. Wenn er schon mal nicht abwehren kann, dann muss man diese Gelegenheit halt mal am Schopf packen. Oh, ich habe gerade irgendwas Event freigelegt oder irgendwie sowas. Oh, Namek, du Zerstörter. Ups. Wie ich da jetzt ausgewichen bin, weiß ich nicht. Bin einfach irgendwie im, ja, irgendwie zu ihm geflogen. So, zack und zack und zack. Bam, so ein, naja, könnte ein bisschen besser gewesen sein. So, und ihr kennt das ja sicher. Was glaubt ihr, was jetzt kommt? Hä? Ja, von wegen, Masenko. Also, wenn wir Namek schon zerstören, zum zweiten Mal, dann sehen wir zu, dass wir es richtig zerstören. Und alle, die glaubten, dass jetzt nochmal ein Masenko kommt. War Lava. Okay, ich kann nichts dagegen jetzt tun. Weil wegen Kazin. Wie das aussieht. Wie ein Fußball weggetreten. Hammer, Gohan. Idioten, die dich fertig machen und dich dazu bringen, den Hintern zu zeigen. Naja. Nicht gerade sehr angenehm, aber nun, was soll man machen? Kapseln kloppen zum Beispiel. At long last, Goku has arrived. You have arrived. Welcome to Planet Namek. It is now safe to disembark. The main hatch will now open. The main hatch will now open. No time to waste. I've got to find everyone. Krillin, Gohan, Bulma, please be okay. I sense someone over there. And over there, too. Interesting. Someone with a huge power level is out there. No! Gohan! Krillin! You guys aren't doing well, are you? Three huge power levels are right near you. I'm on my way, guys! Hang in there! I'll show you what training at 100 times normal gravity can do! An alle? Wer hat gerade an GLaDOS denken müssen? Doch sehr nach GLaDOS irgendwie angehört. Oder so ähnlich. Ich kenne jetzt nicht die englische Stimme davon, von GLaDOS, genau. So, jetzt gucke ich noch, ob hier wieder ein Dragon Ball liegt. Und danach werde ich den Part auch beenden. Yep, 7 Stern Dragon Ball. Naja, das war ja Keanu mit Let's Play Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi
bis zum nächsten Mal. Ciao.